So, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu meinem brandneuen Play-Projekt, nämlich Evolet. Ja, ich habe mir das Spiel gestern Abend noch auf Steam besorgt. Ich hatte noch ein bisschen Kohle für meinen Steam-Account. Dachte ich mir, ja komm, ich kaufe dir das Spiel einfach mal. Das ist so brandneu rausgekommen jetzt. Ich glaube, vor 3 Tagen, glaube ich, am 4. April war der Release dieses Spiels hier. Wurde das veröffentlicht, das Spiel, und das war es auch runtergesetzt auf Steam noch bis zum, keine Ahnung, bis wann genau, auf jeden Fall ein paar Tage war das, ist es jetzt im Angebot für 8,99 €. Da dachte ich, wenn man mal kommen, kaufst du. Und ja, gucken wir nochmal die Option her. Okay, Ton, Musik, ja, okay, passt. Okay, Französisch, Englisch, aber wir machen Deutsch. So, erstmal ein neues Spiel, so. Okay. Freigeschaltet. Rechte Taste. Hier scheint es eine Truhe zu öffnen zu geben. Okay. Rechts können. Okay, links können wir nicht. Okay, gehen wir mal. Ah, rechts können wir, okay. Oh, freigeschaltet. Linke Taste. Immer nach rechts gehen ist öde. Okay, das stimmt. Okay, da können wir nicht weiter. Okay. Geil. Freigeschaltet. 2D-Bewegung. Ein Glück, ihr könnt nämlich sonst nirgendwo hingehen. Ja, das könnte. Ja, das. Da gibt's Sinn. Okay, wir können sonst so weiter. Ja, geht halt durch den Busch. Okay, öffnen wir mal die Truhe, würde ich sagen. Oh, freigeschaltet. Einfacher Bildlauf. Ihr möchtet sehen, wohin ihr geht. Stimmt's. Ja, das wäre ganz hilfreich. Okay. Gehen wir mal da weiter. Ah, okay, da geht's weiter. Was sind das für Teile? Felsen, Brocken, so. Steine. Da würde ich mal sagen, hier können wir nirgendwo weiter. Okay, gehen wir mal hier weiter. Ah, okay. Okay, können wir da vorbei? Ne, okay, öffnen wir mal die Truhe. Ah, Soundeffekte. Dadurch wird das Spiel gleich lebendiger. Ja, das stimmt. Okay. Also wie gesagt, das Spiel ist jetzt brandneu rausgekommen. Am 4. April, jetzt vor 3 Tagen. Also noch relativ neu. So, okay. Da ist eine Brücke oder so. Aber wir öffnen erstmal die Truhe. Ah, Kletterbildlauf. Erspart euch einiges an Kopfzerbrechen. Okay, also wenn wir Truhen öffnen, schalten wir immer wieder neue Sachen hier frei. An Grafik oder irgendwas ähnlichem. Anscheinend merke ich so gerade, okay. Okay, durch an den Gras hier können wir irgendwie nicht so vorbei. Also. Gras, Jung, Gras. Oh. Okay. Okay, an die Truhe kommen wir irgendwie auch nicht rein, können wir schwimmen. Okay, geht nicht. Gehen wir erstmal hier über die Brücke. Ah! Ein Schwert! Jetzt könnt ihr böse Monster töten und Gebüsche niedermähen. Okay, nice. Können wir die. Stübstein, stirb. Okay, Steine können wir. Oder ähnliches können wir nicht zerstören, okay. Ah, okay, cool. Jetzt geht das auch, okay. Okay, machen wir mal. Das ist Schrott, so. Ah, freigeschaltet Monster. Vorsicht, berührt sie nicht. Lol, die sehen ja aber geil aus. Was sind das für Viecher? Oh mein Gott. Scheiße, was sind das für verfickte Viecher? Ich meine, LOL! LOL! Okay. Ja, sicher, ich wusste nicht, dass wir über die Brücke kommen. Okay, fortfahren können wir nicht, weil ich habe schon ein bisschen angespielt von dem Spiel. Ganz kurz, paar Minuten, und deswegen will ich nicht, ne? Ich muss mir eigentlich jetzt neues Spiel. Geht ja nicht anders. Komm, machen wir das mal hier. Ich wusste jetzt nicht, dass die auch über die Brücke kommen. Komm, machen wir jetzt schnell mal so mal. Oh, komm hier, nochmal schnell durchrushen, das weiß ich so viel. Okay, sorry, ich wusste jetzt nicht, dass sie hier durch die, über die Brücke da kommen können, die Monster. Das wusste ich jetzt leider nicht, sorry. Aber geht ja jetzt nicht anders, komm, das. Warte mal, wir haben doch was vergessen, da hinten war noch eine Truhe, ne? Da kommen wir doch auch ran. Oder nicht? Doch, da hinten müssen wir auch rankommen. Oder wie sind wir an die Truhe da hinten gekommen? Habe ich ganz vergessen schon. Kurzzeitgedächtnis. Oder war das da ganz. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist ja auch egal, wir gehen jetzt einfach schnell weiter. Okay. Kommen wir auf jeden Fall mal schnell zum Mal. Das geht ja jetzt auch schnell. Ich wusste jetzt nicht, dass die über die Brücke kommen können. Das ist über die Brücke, Jung. Ich wusste erst jetzt nicht, sorry. Ja, genau, ein Schwert. Genau. Und bis dann waren wir auch. Genau. Und jetzt haben wir noch die Monster frei. So, Monster. Genau, hier waren wir nochmal durch das ganze Gebüsch in die Man. Wir könnten ja mal warten, bis die über die Brücke kommen und dann passen wir die hier ab, eigentlich. Ja, komm über die Brücke, du Wichser. Ich meine, nicht Wichser,
Keine Schimpfwörter hier. Genau. Alter, komm doch mal über die Brücke, so wie gerade, du Feigling. Komm her. Genau, stirb mal. Geiles Geräusch, wenn ich sterbe. Lol. Ja, stirb, ey. Diesmal wirst du mich nicht töten. So. So, da bin ich auch wieder. Sorry für die kleine Unterbrechung. Hier erstmal vorlesen. Evoland Melody seit 2012 ganz oben in den Charts. Charts. Ja, ist halt so. Keine Ahnung, wie das Spiel jetzt abgekackt ist. Ich kann das nicht schon mal. Aber ich hoffe, das wird nicht wieder passieren. Sonst. Sonst blüht im Spiel hier echt. Na, böses. Keine Ahnung. So. Oh, Speicherpunkte. An der Entwicklung des Computers, die Computerspiele für immer verändert hat. Okay, das sind. Ah, okay. Gespeichert in Sicherheit, okay. Nice. Wir können immer wieder speichern. Ich hatte irgendwie so ein Spiel, das abgekackt ist, wie gesagt, aber ich hoffe, das wird ja nie wieder passieren. Okay, das ist so eine Art Eiswelt oder so hier. Schnee. Okay. Was ist da dran? Freischaltet 16 Farbenanzeige. OMG, Farbe. Oh mein Gott, Farbe. Oh mein Gott, yeah. Okay. Ich weiß, ich kann das schon mal, wie so ein Spiel geklackt ist, aber ich hoffe einfach mal, dass das nie wieder passieren wird jetzt. Okay. Alter. Oh, das sind so braune Monsterviecher, da. Braune Monsterviecher. Stüpp. So. Oder ist so eine Art Fledermaus oder so. Okay, kann man den Stein hier bewegen oder so? Ne, okay. Dann war das so eine Fledermaus, ne? Dann ist so ein Vieh. Alter, boah, ich hatte schon sterb jetzt. Können wir da auch weitergehen oder so? Geht's hier weiter? Okay, können wir auch nichts machen. Oh, gut. Naja. Okay, gehen wir mal in die Brücke. Ah, wieder ein Speicherpunkt, nice. Okay. Okay, jetzt mal die Truhe öffnen. Evoland, a short story of adventure video game, games of evolution oder Evolution oder. Ach, die haben da Frieden trat an der Welt. Mhm. Ihr seid eins der wenigen Mitglieder des Ordens. Okay. Okay. Wir sollen also die Welt vor dem Bösen beschützen. Okay. Handlung, eine kurze Geschichte, um euch in diese Welt, in diese neue Welt einzuführen. Okay, also mal speichern. Alter, ich dachte schon. Hab schon Schrecken bekommen. Wo ging es denn jetzt weiter? Da oben haben wir. Ah, hier geht's weiter. Okay. Ein Stern. Sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Okay. Können wir auch Kakteen? Ne, okay. Kakteen können wir nicht töten, sozusagen. Gehen wir mal hier weiter. 256 Farbenanzeige. Das ist schon fast eine echte Grafik, ne? Fast echte Grafik, stimmt. Ja, das stimmt. Okay, sieht schon geil aus. Okay. Nice. Alter, diese Fledermäuse hasse ich jetzt schon. Zeichenanzeige. Zum Glück scheint euer Held diese Zeichen lesen zu können. Okay, lesen wir erstmal hier. Letzter Zug, oder was? Ja, okay. Diese Fahrt ist nur für wendige Abenteurer geeignet. Okay. Gut. Wenn's mir soll mal recht sein, na gut. Alter, verpiss dich da. So. Was ist denn das für ein Weg jetzt? Kommt auch hier. Okay, hier kommt auch lang anscheinend. Verrecke! Naja, aber ich würde erstmal sagen, war es das mit dieser Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das weitersehen wollt oder. Ne, komm, jetzt nehmen wir jetzt ein paar Folgen am Stück auf. Aber damit das nicht wieder abkackt, jetzt nehme ich jetzt nicht am Stück lieber auf, weil, na, nicht, dass am Ende wieder abkackt. Dann habe ich irgendwelche Probleme oder so. Und dann wäre das scheiße. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin, haut rein, Leute. Und ciao.